Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Foundry. Weiter geht's. Wir schauen mal ganz kurz hier. Ja. Hier hatten wir ja das Problem, oder mehr oder weniger das Problem, dass hier nicht genug Rohstoffe reinkommen. Das Problem haben wir halt weiterhin auch noch. Und ich bin immer noch am Überlegen, ob wir hier nicht umbauen und dann doch vielleicht ein Förderband hinbauen. Naja, aktuell läuft es ja, ne? Also so ist es ja jetzt nicht. Die produzieren alle fleißig schön die Platten, aber wir haben zu wenig. Wir überlegen da uns irgendwas. So, bei oben wird fleißig geforscht, so wie ich das annehme. Wir gucken mal ganz kurz hoch. Und alles klar, wir drauf laufen dreimal gegen die Tür. So, wir gucken mal ganz kurz. Das sieht alles gut aus. Wir laufen hier mal ganz kurz lang und gehen zur Forschung. Und die Forschung läuft nicht, weil die grünen Sachen fehlen. Okay, weil sie noch ein bisschen langsam sind. Oder nicht nur ein bisschen, sie sind sehr langsam. Aber wir könnten eigentlich noch einen... Sind die wirklich so langsam? Warte mal. Wir produzieren hier eine die Minute. Und was machen die so? Zwei die Minute. Zwei die Minute, alles klar. Wir sollten dann vielleicht nochmal da einen hinstellen. Also mindestens einen. Sollten wir vielleicht tun. Dafür brauchen wir ein paar Rohstoffe. Wir laufen mal ganz kurz runter. Und gucken mal, ob wir hier was finden, was wir brauchen. Okay, hier auf jeden Fall nicht. Hier aber. So, wir bräuchten... Was bräuchten wir denn? Gucken wir ganz kurz. Wir bräuchten hier eigentlich so eine Produktion hier. Genau. Dann bräuchten wir... Einmal lang, einmal kurz, einmal mittel. Die da. Also brauchen wir wieder die. So. Heißt also einmal mittel, einmal lang. Okay. Und dann können wir eigentlich schon wieder hoch. Laufen wir mal ganz kurz hoch. Wie geschwind da hoch und dann machen wir kurz hier weiter. Steht hier eigentlich, wie viel die verbrauchen pro Minute? Ja, würde stehen. Junge, ich kann das ja gar nicht erkennen. Alter, das ist ja... Alles klar. Ne, steht nicht. Steht tatsächlich doch nicht da. So, okay. Dann. Reißen wir das hier mal ganz kurz ab. Und bauen hier noch so eine Maschine hin und craften hier die grünen. Hier ist der Ausgang. Ausgang. Dann können wir hier direkt das Band wieder zusetzen. So. Und hier ist dann der Rest. So. Müssen wir nur mal gucken, dass wir das alles angeschlossen bekommen. So, einmal, zweimal und dreimal. Im Regelfall dürfte jetzt schon laufen, oder? Nö. Achso. Jetzt aber. Jo, okay. Er läuft. Somit dürften wir jetzt die Forschung nochmal ein bisschen erhöht haben. Okay, also. Wir haben jetzt die Forschung am Laufen. Wir können die Base ein bisschen weiter ausbauen. Wir können oben die Forschung gleich mal ein bisschen schicker machen. Wir können... Wir haben jetzt... Jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit. Okay. Weil jetzt läuft halt wieder alles. Und sobald alles läuft, ist alles gut für uns. So, okay. Wir haben hier noch 12 Förderbänder. Vielleicht auch 13. Was sagt denn eigentlich mein Platz? Okay, der sagt scheiße. Der sagt nicht vorhanden. Der sagt gar nicht vorhanden.
Und ich hätte jetzt hier gerne alles abgerissen. Tja, okay. Okay, dann würde ich sagen, wir machen was ganz anderes. Wir werden jetzt hier zwei Container bauen. Jo, wir werden hier zwei Container bauen. Brauchen wir Platten für, gar kein Problem. Holen wir uns oben. Und dann werden wir uns unten ein kleines Lager bauen, wo wir hier so wirklich Sachen hinschmeißen wie die Erde und so weiter. Also, dass wir da wirklich, wir bauen da auch drei Stück. Wären super. Vier wären noch besser und fünf wären das Ziel. Deswegen, wir bleiben mal hier stehen. Mir kommt jetzt gerade so guter Nachschub nach. Oder warte mal, können wir die nicht? So. Ist doch viel einfacher. Ist doch viel einfacher. Okay, dann haben wir die fünf. Wir gehen mal kurz runter und suchen uns den Plätzchen. Und ich bräuchte Lampen mal hier. Also, das müssten wir jetzt auch mal langsam machen. Also, der Plan ist, wir machen uns hier rechts und links genau von der Treppe 1, 2, 3 Lagerstandorte, wo wir wirklich Sachen tun, die wir gar nicht brauchen. Erde und so weiter. Ich habe gesehen, wir haben hier Schilder. Dann können wir mal gucken, ob wie die Schilder funktionieren. Wie das aussieht. Und dann würde ich die dann tatsächlich da auch eben einmal mit dran bauen. So viel Fläche brauchen wir eigentlich gar nicht. Aber egal. So, okay. Wir reißen hier alles ab. Andere Möglichkeit habe ich ja immer leider noch nicht gefunden. So im Massenabbau. Wäre so schön. Das wäre so schön. Egal. So. Da. Mir aus darf das auch was länger dauern. Das ist ja nicht das Problem, ne? Okay. Muss ich mal ganz kurz überlegen, wie wir es bauen. Hier ist direkt die Treppe anliegend. Ich würde gerne drei Platz lassen eigentlich. Heißt also 1, 2, 3. Dann sind die, glaube ich, zwei breit gewesen. Also müssten wir hier irgendwo hin. Ja, müssten wir hier irgendwo hin. Das müsste so der Way sein oder der Weg dorthin. Dum, 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 dum. Okay. Die machen wir noch weg. Die machen wir noch weg. Dann gucken wir mal. Klack. Hier machen wir auch noch ein bisschen was weg. Und dann hätten wir eigentlich genug Platz, um da mein Lager aufzubauen. So, das machen wir ja nochmal weg. Sieht sonst ganz blöd aus. Wir können wieder weg. Okay, wir gucken mal, wie groß die jetzt wirklich waren. Also ich sag, die waren drei breit. Könnten aber auch tatsächlich ein bisschen breiter gewesen sein. Okay, sie sind tatsächlich wirklich ein bisschen breiter. Die sind viel größer als erwartet. Dann würde ich sie tatsächlich so quer hier hinstellen. So. Okay. Einen würde ich aber gerne noch bauen dann. Hier sind ja viel, viel größer, als ich erwarte. Aber, scheiße, ich habe irgendwie drei. Waren das die kleinen, die ich gerade meine? Okay. Wir haben Schilder. Das habe ich gesehen. Die habe ich auch, glaube ich, schon erforscht, oder? Ja, ich meine, ja. Hier sind auf jeden Fall Deckenleuchten. Davon bauen wir mal welche. Mal gucken, wie viel Licht da was rauskommt. Und da ist ein Schild. Genau. Deckenleuchte. 7.
Okay, das macht schon... schon Licht. Oh mein Gott. Okay, das Licht muss wieder weg. Der Monk ist wieder da. Okay, einmal hier hin. Dann alle drei, oder was? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So, ja. Und der Monk macht mal wieder richtig gute Arbeit, sehe ich hier gerade. Statt die Lampe abzureißen, ist mal alles andere weg. Okay, Schild. Was kann ich auf das Schild schreiben und wie funktioniert? Ja. Okay. Was, wie geht das jetzt? Ah, ja. Erde. Okay. Okay, das ist eigentlich ganz cool. Mineralgestein, warte mal, Mineralgestein. Mineralgestein, die kriegen wir da weg. So, okay. Okay, okay, das ist eigentlich, das kann man machen. Das würde ich sagen, kann man machen. Dann machen wir direkt noch eins. Dann machen wir direkt noch eins, und zwar hier hin. Und, das ist okay. So. Wir haben die Erde raus, wir haben das raus. Wir haben halt immer noch so viele Sachen, die wir gerade halt nicht benutzen müssen oder benutzen brauchen. Das ist halt das Problem, was ich gerade habe. Wir reißen hier nochmal ein ganzes Stückchen weg. Wie viel brauchen wir denn? 1, 2, 3, 4 plus den einen sind 5. 1. Dip, 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 dip. 1. So viel Erde hier. Ja, das ist unglaublich. Warum habe ich mir so mal sowas ausgesucht? Und ich war wirklich am Anfang noch am Überlegen, ob ich wirklich dann eine Erdhütte baue. Oder so eine unterirdische Basis, wo ich gesehen habe, dass wir auch alles unterirdisch bauen können. Und ich bin mich jetzt die ganze Zeit noch am Beschweren, dass wegen der Erde hier. Ich wäre ja dann eigentlich nur noch am Buddeln. Aber ich glaube, das würde relativ cool aussehen. Das muss ich mal dazu sagen. Ich glaube, so eine Erdhütte, die hat was. Ich glaube, die hat wirklich was. Ich komme jetzt gerade schon wieder auf dumme Ideen. Aber wir lassen es heute. Heute gibt es keine dummen Ideen. Heute müssen wir anders machen. Wir bauen auf jeden Fall gleich noch ein paar Lampen. Die könnten wir eigentlich jetzt nebenbei schon mal machen, ne? So. Bau mal. Dass wir hier unten ein bisschen Licht ins Dunkle bekommen. Wir wollen ja auch ein bisschen was sehen, ne? Wir wollen ja auch schon was sehen, was wir hier so treiben. Wäre schön. Sagen wir mal so, wäre schön. Übrigens, dann sind mehr als 5. Hundertprozentig. Ich habe nämlich nicht mehr mitgezählt, glaube ich. So. Okay. Wo sind meine Wandleuchten? Da. So, wir hatten jetzt hier gesagt immer 3. Dann würde ich auch hier nach da 3 nehmen. 1, 2, 3. Dann 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Das könnte gut aussehen. Das könnte gut aussehen. So, okay. Die haben wir auch. Können wir noch Schilder bauen? Ja, könnten wir. So. Und so. Hier schreiben wir mal drauf. Divers. Hier würde ich nämlich jetzt so reinmachen, so diese ganzen Maschinen, die wir aktuell nicht brauchen. Und so war es alles. Also das nicht. Aber hier, also das, was wir wirklich nicht häufig brauchen. Also sowas in diese Richtung. Ja, sowas in die Richtung würde ich da gerne reintun. Alles andere können wir irgendwo reinschmeißen. Das ist nicht das Problem, ne? Aber das ist halt so...
was wir da, was ich da gerne reinschmeißen würde. Okay, das haben wir drin. Wir haben hier noch ein paar Lämmchen, glaube ich, mit. Da müssen wir mal ganz kurz gucken. Das ist die Mitte. Das ist die Mitte. Dann würde ich die Mitte auch direkt von hinten anfangen. 1, 2, 3. Das muss ja alles hier seine Ordnung haben. Alles muss seine Ordnung haben. Ja, passt doch perfekt. So. Okay. Das haben wir auch. Was brauchst du denn für die Lampen? Mal blöd gefragt. Ja. Du brauchst Elektrokomponente. Also das hier. Okay, das war Nummer 8. Das waren keine mehr. Weil du jetzt Platten brauchst, alles klar. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. So, Platten sind auch da. Dann kannst du nochmal loslegen. 1, 2, 3. Okay, so geht's eigentlich relativ zügig, dass wir hier so ein bisschen Ordnung ins Spiel reinbekommen und in unsere kleine Lagerhalle. Und wir haben vor allem, es wird schön hell hier drin. Das ist doch was. Das freut mich am meisten. Wir sehen eigentlich mal was, was wir hier so treiben und können damit besser arbeiten. Okay. Wir haben jetzt übrigens auch die Forschung genommen, die am meisten Punkte braucht, ne? Braucht hier 300. Wir machen mal was anderes rein. Dann geht es nochmal ein bisschen was schneller. Okay, also wir haben das. Wir haben jetzt unten noch so viel Fläche, beziehungsweise so viel Altmaterialien. Die würde ich jetzt tatsächlich langsam auch abreißen wollen. Heißt also, wir machen den hier. So, ups. Und werden einmal hier hinten wirklich hin. Bis hier. Gehen nach oben. Und reißen das Ganze ab. Hier haben wir noch die blauen Ressourcen. Die müssten wir eigentlich auch mal überlegen, dass wir die uns hinten anlegen. Wir haben ja relativ viel schon jetzt darüber verfrachtet. Wäre gar nicht so schlecht, um das dann auch mal zu machen. So, das nehmen wir nicht mit. Dann hätten wir nämlich ein Problem. So. Okay. Automatisch sortieren. Ja. Wir haben halt super viele rote Quellebänder jetzt. Die müssen wir irgendwie loswerden. Die müssen wir loswerden. Wir laufen mal ganz kurz nach oben und gucken mal, ob wir da welche reinschmeißen können. Hallo. Können wir hier welche reinschmeißen? Ja. Okay. War jetzt nicht so viel. Aber wir haben wieder ein bisschen was weg. Hier können wir auch noch, glaube ich, welche reinschmeißen. Ne, die sind 200. Schade. Die sind 200. Okay, was wir machen könnten ist... Okay, das wäre vielleicht eine ganz geile Idee. Und zwar, wir bauen hier das Ding hin. So. Dann sagen wir ihm... Okay, sagen wir ihm nicht. Sagen wir ihm... So. Können wir hier einen hinlegen? Also können wir hier... Ja, können wir. So. Habe ich eine zu früh gebaut, ne? Kann das sein? Könnte das sein, dass wir eine zu früh gebaut haben? Jo, könnte. Dann würde ich nämlich hier
So. Das. Mann. Dim, 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 dim. So geht's doch viel besser. So. Okay, den würde ich jetzt gerne so umstellen, dass er erst von da nimmt. Und hier würde ich nämlich jetzt die Roten alle reinschmeißen. So. Dann würde er nämlich hoffentlich genau das machen, was ich hoffe. Er würde die jetzt hier zuerst da reinschmeißen und dann erst die. Also, so würde es im Factorio laufen. Ich hoffe, hier läuft es genauso. Das werden wir dann rausfinden. So, Forschung war fertig. Wir machen direkt die nächste rein. Deko. Deko ist immer gut. Leiterplatten. Uiuiuiui. Rolltreppen. Ja. Strommast. Ja, okay. Gut. Ich sage aber bis hierhin vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.